Ja, das ist richtig, Elden Ring. Wir sind zurück in Shadows of the Erdtree, dem Add-on, und wir befinden uns irgendwo hier, da. Das letzte Mal haben wir noch so ein bisschen aufgeräumt, wenn man so möchte, die letzten Sachen in Angriff genommen, bevor wir gleich den Baum verbrennen, der vermutlich dann irgendeine Story fortführt. Ich habe immer so ein bisschen Angst, wenn man das macht, dass man so ein Point of No Return hat und dann die anderen Sachen alle nicht mehr machen kann. Das weiß ich nicht genau. Deswegen mache ich gerne alles vorab. Und wir schauen mal gerade in den Chat rein, ob es noch irgendwas Wichtiges gibt, was wir noch erledigen wollen, bevor wir da jetzt hinfahren. Und da diesen Baum verbrennen. Können wir ja trotzdem schon mal hinreisen. Wurde der Drache schon gemacht? Fragt Annette. Ich habe diverse Drachen gemacht, aber du meinst wahrscheinlich diesen wilden Drachen da. Den habe ich gemacht. Baelor oder wie der hieß. Oder Baelor. Baelor war von Game of Thrones, oder? So, wir nehmen mal unser Heiligenschwert weg und nehmen nochmal hier unsere super Rückhandklingen, weil der ganze Bild, also alles, was wir anhaben für diese Waffe ist. Und hier gehen wir jetzt zum Baum. Könntest noch einen, zwei Löwenboss machen und einen Riesenbär. Ein Riesenbär. Hey, wir haben super viele Seelen. Ne? Das ist auf jeden Fall noch ein Level, was ich hier habe. So, hier ist der Baum. Und den können wir jetzt verbrennen. Und dann werden wahrscheinlich diese Stacheln weg sein. Beim blauen Ufer vom Westen. Lichtsten der Bonfire am blauen Ufer ist noch ein Weg durch den Canyon. Hier. Oder was? Nee. Blauen Ufer vom West. Ah ne, West, das war ja Osten. Oh Gott, ich habe eine West-Ost-Schwäche. Das ist unangenehm. Westen ist hier. Meinst du das hier, wo diese blauen Pflanzen sind? Ah, man kann das auch danach machen. Komm, dann lassen, wenn das jetzt nichts wirklich ist, was super wichtig ist, dann let's go. Verbrennen wir ihn, oder? Let's go! Immer muss alles verbrannt werden. Die Flamme ist in allen FromSoft-Spielen Leitmotiv. Die reinigende Flamme. Zerstörende Flamme. Irgendwas. Finden die immer, um eine Flamme unterzubringen. Oh, guck mal hier. Die ganzen Dornen verbrennen, vom heiligen Feuer verzerrt. Oh, guck mal, sie legen hier so ein goldenes Luftschloss frei. Tja, was erwartet uns da jetzt? Das sieht nice aus. Frag mich, ob da... Doch, da unten fehlen doch Teile. Das ist doch nicht so geplant gewesen, oder? Da sind doch Türme eingestürzt. Oh, wir lösen uns auf. Und werden teleportiert irgendwo hin. Das muss auch eine seltsame Situation sein, wenn man sich einfach auflöst und man weiß überhaupt nicht, was gerade mit einem passiert. Ob man nochmal wiederkommt, weiß man ja nicht. So. Jetzt sind wir hier.
machen wir natürlich erstmal hier das die Gnade. Da kommen wir nicht rein. So. Oh, was ist das denn? Guck mal, da darf ich gar nicht mehr hin derzeit. Oh, das ist sehr frech. Dürfte ich denn theoretisch... Auch nicht. Okay, das ist ja wirklich ein Point of No Return. Na, dann schauen wir mal. Gut. Ich hoffe, wir können noch... Achso, ich muss noch zum ersten Grace, okay. Ah, so einer schon wieder. Ein goldener Golden Knight. Oh, falsche Taste. Ah, ne? Mal aggressiv sein, ne? Man darf sich nichts gefallen lassen von dem Fatzke. Der Bewacher einer gebrochenen Stadt. Eines Tages wird es mal so eine Mod geben. Oder ein Add-on von Elden Ring. Wo einfach alles schön ist. Wo man zurückreisen kann. Guck mal, hier ist eine Bestattung eines Königs vermutlich. Wo man zurückreisen kann in die Zeit, in der das einfach hier belebt war und schön und heil war. Und entweder die machen das mal als Mod, wobei dann ist ja wahrscheinlich nicht so einfach. Warum nicht als offizielles Add-on? Mich erinnert das ein bisschen an Mass Effect. Da wurde, als die Trilogie durch war, nach Teil 3 ein... ganz am Ende noch ein allerletztes Add-on veröffentlicht und ich fand das so eine geile Idee. Da ging es im Prinzip nur darum, dass alle eine gute Zeit haben und Party machen auf der Zitadelle. Das war so ein schöner Abschluss. Und sowas würde ich mir für Elden Ring auch wünschen. Ein letztes Add-on, wo man einfach durch die Welt laufen kann, in der alles heil ist und alles schön und jeder hat ein Lied auf den Lippen. Und da gibt es vielleicht eine Arena oder so, wo man mit allen Bossen nochmal kämpfen kann. Einfach, um das mit Inhalt zu füllen. Und ansonsten kann man einfach durch die Welt laufen und alles ist heil und schön. So, wo wollen wir denn jetzt hin? Jetzt haben wir wieder so viele verschiedene Wege. Gehen wir erstmal nach oben. Oh, ich dachte, das ist irgendwas. Okay, da haben wir ein Item. Vielleicht kann man da über die Dächer gehen. Schmiedesteine. So, was haben wir hier? Das sind die Dächer. Oh, was ist das? Oh, was sind, seht ihr das? Da hinten? Ein Dickmops. Ja, da können wir jetzt zum Dickmops. Weil da war das Dings. Wir sind nach oben gelaufen, ne? Jetzt muss ich erstmal orientieren. Da geht's zum Dickmops. Da kamen wir, meine ich, her, ne? Durch diese Öffnung. Und da oben sind wir hoch. Der Weg ist der gleiche, ne? Das, ja, das ist egal, welchen wir nehmen. Und dann geht's hier noch runter in einen Flur. Ah. Erstmal fett. Oh, es ist ein Fahrstuhl. Okay. Dann wird der hoch oder runter gehen? Belorat. Was machen wir in Belorat? Erstmal gucken wir hier.
um die Ecke. Man muss ja immer schauen. Oftmals ist hier ja noch was versteckt. Nö. Ich habe ja gerade schon Mooks Kette geschleudert, also das sollte schon... irgendwas geöffnet haben, was hier noch in der Nähe war. Was ist denn das? Der will wieder irgendwas Wehklagendes von sich geben. Was will er jetzt? Hallo? Ne? Er guckt da, da oben. Oh, unser Turm, der du im Schatten versteckt liegst. O erhabene, den Himmel durchbohrende Spirale. Führe ihn sicher zu größerer Gottheit. Und gewähre uns in aller Göttlichkeit die Erlösung. Naja, okay. Ist ja vielleicht ein versteckter Turm. Man sollte die ernst nehmen, die Leute da. Diese Geister. Die sagen manchmal Sachen, die einem... Oh, was ist das? Guck mal, da kann man rauf. Ach so. Ah, hier und dann. Ah, okay. Ist nichts. Oh. So. Ist das hier ein Boss? Alter, die Tür. Boah. Keine... weiteren Samen. Okay, da irgendwas Großes muss ja hier sein. Gut, manche Leute brauchen ja auch große Türen, um ihre Macht zu symbolisieren. Das ist ein Fahrstuhl. Keine Geheimtüren. Okay. Oh, warte, hier ist eine Gnade. Come on, das sieht doch aus wie eine Kampfarena hier. Theater der göttlichen Bestie. Okay, das ist ja so geil. Ich hätte normalerweise erwartet, dass hier ein Bosskampf stattfindet. Und dann bekommt man hinterher diese Gnade. Ja, wir haben jetzt so viel... Ach so, das war der... Ach, hier war der Boss. Das habe ich gar nicht wiedererkannt. War das der Löwe? War das Löwi-Löw? Ja, war der Löwe, ne? Okay, das hätte ich jetzt gar nicht in Zusammenhang gebracht. Aber ist hier denn irgendwas Neues jetzt passiert? Die war ja jetzt, glaube ich, noch nicht aktiviert, diese Gnade. Also irgendwas muss ja hier passiert sein. Hallo? Also das Spiel lenkt mich ja grob jetzt mal hier in die andere, da in diese Richtung da. Der Strahl strahlt ja in diese Richtung. Wir sind mit dem Fahrstuhl gekommen. Was ist jetzt hier noch? Ah, warte, okay. Aha. Verstehe. Ach so, ach so, ach so. Dann ist es der ganze Bereich, in dem ich schon gewesen bin. Da ist die Frage, ob sich jetzt hier noch irgendwas verändert hat. Ob es sich lohnt, hier noch weiter rumzulaufen. Oder ob ich jetzt mal direkt in das Gebiet gehe, was vorher unzugänglich für mich gewesen ist. Ach, ekelhaft. Naja, wie gesagt, hier waren wir ja schon.
Ja, hier bin ich hochgestiefelt. Ich erinnere mich an den Typ. Naja. Dann wird es doch jetzt Sinn ergeben. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob da was ist, wenn ich nochmal hier zurückgehe. Und das ist der Innenwall und das ist das. Und dann gehen wir wahrscheinlich diesen Weg hier. Wir wollen ja erstmal innerhalb des Dornenturms bleiben. Und jetzt kämpfen wir mit diesem Dickmann. Vielleicht will er auch gar nicht kämpfen. Vielleicht ist er einfach total nett und will mir nur einen Tipp geben. Ich unterstelle ihm jetzt direkt, dass er kämpfen will. So, das wäre dann... Was hier? Ja. Wir haben sehr viele Seelen. Und wenn ich jetzt alle meine Runen benutzen würde, könnte es sein, dass wir auch ein Level abkriegen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht reicht es ja auch, wenn wir jetzt... Oh, hi. Hallo. Okay. Oh, das sieht aber eigentlich ganz schnieke aus hier. Der hat sich überhaupt nicht beeindrucken lassen. So, und jetzt sehe ich doch da hinten wieder so ein Gelage. Was halten wir denn davon? Guck mal, da kann ich vielleicht eine vorteilhaftere Position. Da geht's, kann ich mich auch droppen lassen. Das ist nämlich ein Item. Okay, das ist jetzt alles sehr interessant. Erstmal schaue ich mich hier einmal um. Eventuell. Ah, da haben wir einen guten Überblick. Oh, der hätte mich von oben wahrscheinlich mit irgendwas beschossen. Ein Runenbogen. Nee. So. Okay, also da ist auf jeden Fall Party 3000. Ich glaube, wenn ich von hier oben meinen heiligen Zorn auf die herabsausen lasse, dann würde diese Welle vermutlich über die hinweg fegen. Bin mir aber nicht ganz sicher. Es wäre natürlich cool, wenn die treffen könnte. Kann ich eigentlich beide nehmen? Oder bin ich dann... Ne, ich bin immer noch mittlere Last. Das ist natürlich cool. So, meint ihr, das klappt? Das ist einfach so geil. Das ist ja so geil. Diese Waffe ist einfach zu gut. Aber wer ist er jetzt hier? Jetzt warte ich mal kurz und mach das gleich mal mit ihm. Ob der sich jetzt wundert, aber wo sind sie denn jetzt alle? Ich hab doch gesagt, die sollen sich da versammeln in der Ecke. Was ist denn jetzt hier passiert? Na, wo sind sie denn hin? Das gibt's doch gar nicht. Widersetzt man mich etwa sich meinen Anordnungen? Okay, alles klar. Sehr, sehr viel beleibter als geskillter. Oh, okay, das war lame. Es ist so schön. Guck mal, jetzt, wenn die mich nämlich jetzt mit ihrer Scheibe da, wenn die alle ihre Scheiben schmeißen, ja, dann kann man nämlich schon Probleme kriegen gegen die.
Wer ist denn an dem? Das ist eins dieser Situationen, in denen ich beim ersten Mal hier total vorsichtig bin und alle Gegner ernst nehme und Step by Step vorgehe. Und sobald ich sterbe und das zweite Mal hier lang laufe, habe ich keine Geduld mehr. Kennen wir doch alle, oder? So. Ich habe jetzt eigentlich genug für einen Level Up. Uiuiui, hier geht's tief runter. Will ich jetzt nicht runterfallen. Ja. Da ist eine Ekelhaftigkeit. Auf was wartet die? Die will sich dann droppen lassen wahrscheinlich. Oh Gott, bin ich dumm. Jetzt kommt die Ekelhaftigkeit. Ja, ich habe dich schon gesehen. Okay. Ech. So. Das war ein schöner wurzeliger Baum. Da ist ein Item. Hallo. Was haben die da geknabbert? Das ist ein Knochen. Müssen wir alles im Auge behalten. So, nichts vergessen. Das ist ein sehr schöner Ort eigentlich. Hier mit diesen kleinen hängenden Gärten hier, mit diesen Balkon, Pflanzenbalkons. Also hier war gerade der Kampf. Hier kommen wir rüber. Da habe ich da auch schon irgendwas da. Genau. Ist auch noch wieder ein Item. Das ist vermutlich dieselbe Ebene, die ich erreiche, wenn ich mich hier droppe, oder? Hinter dem Ast war ja noch ein Loch. Hier. Das ist vermutlich dann dieselbe Ebene. Okay, hier oh. Oh shit, Die können ja richtig reden. So. Schluss jetzt. Geisterasche. Ich hätte die gar nicht für so schlau gehalten, dass die in der Lage sind, geflüsterte Gebete zu säuseln. Ich hätte gedacht, das sind einfach dumme Insekten. Aber auch da zeigt sich wieder, unterschätze niemals deinen Gegner, auch wenn es grässliche, missgestaltete Kreaturen sind. So wie der hier, Arschloch. Aber auch sein letztes Mal, ne? Im wahrsten Sinne. Ah, die hatte ich schon. Ah, jetzt weiß ich, wo ich bin. So, warte, was ist denn mit dem... Hatte ich nicht gerade noch ein Item gesehen auf dem einen Ast? Wo hatte ich das gesehen? Oder habe ich mir das schon gut... Da hinten, genau.
besten uns von hier so droppen lassen. Ein wunderbarer, leckerer, saftiger Rotfleischpilz. Na, wenn das nicht was Schönes ist. So, da war diese Versammlung. Komme ich jetzt hier rauf? Nee, ne? Nö. Da muss ich den langen Weg nehmen, leider. Wait a minute. Wo habe ich das verpasst? Wie kann das denn passiert sein? Habe ich Habe ich ein Schattenbaumfragment verpasst? Von einem Feind, den ich geschlagen habe? Ernsthaft? Nein. Also diese Geisterasche habe ich. Da habe ich jetzt 3 Stück von. Okay. Welcher denn? Der hier unten war, der Dicke? Der hier war? Der hat doch nichts. Also hier ist ja nichts mehr. Hier habe ich den gelegt. Der war hier, da und genau da bin ich hier runtergehüpft und auf ihn drauf. Und dann war es das für ihn. Also da habe ich leider nichts anderes erhalten. Was sehr schade ist. So, also hier geht es doch bestimmt auch noch irgendwie rauf. Was ist da hinten? Mit diesem... Oh, guck mal, das ist ja... Da geht es auch irgendwie hin. Pferdchen... Alter. So, Pferdchen geht hier natürlich nicht. Dann lass uns mal schauen, wo wir weiterkommen. Also von hier komme ich, glaube ich, eher nicht auf den Turm da. Das haben wir hier noch nicht gesehen. Da ist noch so ein Johnny Boy, auf jeden Fall. Das heißt, da komme ich aber nicht über den... Obwohl, warte mal. Doch. Da komme ich sehr wohl über den Baum hin. Oder? Fuck, das könnte natürlich auch mein Tod sein, aber... Das sieht so aus, als wenn ich mich da von dem Baum droppen könnte. Wir probieren das natürlich mal. Im Idealfall sterben wir dabei nicht. Weil wir haben sehr viele Seelen gerade. Annähernd 400.000. Nicht so ohne... Risiko. Aber das wäre schon massiv albern, wenn wir... So. Eine Spira! Na, wenn das nichts Feines ist. Eine schöne Spira. Können wir natürlich nicht wirken, weil wir überhaupt gar keinen Glauben haben. Tja, willst du machen? Da geht's tief hinunter. Ich glaube, diese Brücke erreichen wir nicht von hier. Vielleicht ist da ein Durchgang in diesem Raum hier. Wir sind ja auch über dieses Dach, ne? Wenn wir jetzt hier wieder runtergehen. So, da ging es zu dem Dicken. Da sind wir auch lang. Ich glaube, hier haben wir alles. Jetzt können wir nochmal wieder hier runter. Und mit dem Fahrstuhl hoch. Wir haben uns ja hier droppen lassen dann, ne?
So. Machen wir ein bisschen Licht an. Jetzt können wir erstmal leveln. Dann sind wir auch ein bisschen entspannter mit den Seelen. Ich mache jetzt einfach alles in Stärke. So. Also da ist der ist jetzt auch wieder da, der Dicke. Ich weiß nicht, was hier, wenn wir da noch lang gehen vielleicht. Was? So, also genau, hier ging es ja noch runter, das haben wir ja schon gemacht. Vielleicht geht es da noch. Das ist aber auch zu gewesen. Aber die Idee ist, wenn wir da. Mal, da ist noch so eine Treppe. Und da müssen wir auch irgendwo hinkommen noch. Oder? Da oben lang? Warte mal. Vielleicht. Ich bin mir nicht sicher, ob wir da alles schon gecheckt haben. Ich versuche nochmal hier hochzukommen. Und darüber zu gehen. Von der höheren Etage. Da hoch. Genau. Hallo. Das müsste doch auch noch gehen. So, das heißt darüber, da links und dann. Da ist eine Tür. Das ist ja lustig, wie er so runterspringt. Das ist einfach nur dick. Das ist einfach nur dick. Hallo. So. Warte. Jetzt hier. Da so geradeaus. Hab ich hier schon alles ge. Oh, guck mal, der ist neu. Du Scheiße. Oh nein, der macht Scheiße. Quatsch, macht der jetzt. Okay. Okay, der lässt sich überhaupt nicht beeindrucken. Zu früh von mir. Ah, das war dumm. Er ist aber auch ganz interessant gekleidet. Er hat auch so eine Löwenmaske. Die haben wir ja auch. So, da oben waren wir eben mit diesem Item. Und gehen wir jetzt mal hier oben weg. Hallo. Jemand hier? Ich mag die Bäume. Das ist ein schöner Ort. Hier werde ich meinen neuen Regierungssitz eventuell hinverlegen. Ich will was dagegen tun. Drachenblitzfett. Oh, scheiße. Oh, fuck. Okay, fuck. Sowas ist einfach frech, oder?
Ich meine, taktisch gut positioniert gewesen, aber auch eher sehr unhöflich. Was haben wir hier? Aha. Immer das Ding hier nutzen. Ist hier noch irgendwas in der... Nö. Oh. Inquisitorinnen-Asche. Und hier war ja Sense, ne? Oh. Da müssen wir weiter die Treppe rauf. Da lungert schon der nächste. Fiesling, habe ich schon gespottet. Und da oben. Ach du Scheiße. Ah, oh, ja, 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 ja. Slalom! Oh fuck, ey. Shit, wo ist er denn? Was war denn das für einer? Wo bist du denn jetzt hingegangen? Hä? War das eine Falle? Wer hat denn diese Zauber jetzt hier gewirkt? I don't get it. Ist das eine Falle, eine Permanentfalle? Ist die gar nicht von irgendeinem Typen? Ist das eine Trittfalle oder sowas? Wahrscheinlich kriege ich den von hinten an. Hohoho, schaut mal hier. Na, wenn das nicht was Feines ist. Oh. Hier lasse ich alle meine Ängste zurück. Aber können wir jetzt schon ein neues Fragment zusammensetzen? Nee. Wie viel brauche ich denn? Ah, 4. Ich habe 3. Dann fehlt noch eine. Naja. Eine fehlt noch. Das ist doch nice hier. Das riecht bestimmt auch so ganz... So eine Mischung aus... dickem, kaltem Stein und irgendwelchen Gewürzen, die hier verbrennen. Um die Luft ein bisschen anzuschwängern. Ah ja, habe ich mir doch gedacht. Ist hier nur links und rechts irgendwas? Nope. Tschüss. Wiedersehen. Sie lump. So, den ignoriere ich. Der ist mir egal. Ich wollte nur... Oh, wie bitte? Ich habe überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Der ist einfach zurückgekommen. Gegen meinen expliziten Wunsch. So. Dann gehen wir jetzt die Treppe rauf. Und gehen hier weiter. Dach, hier weht dieser Riesel, dieser Sand überall runter. Oh, was jetzt? Oh, okay. Wie komme ich denn jetzt da rauf? Von hier offensichtlich nicht. Hier war's da. Geht's hier noch irgendwo weiter? Ah ja, da rum vielleicht. Links oder rechts rum. Ja, doch, nur rechts. Boah, da, hey, guck mal hier, da. Das ist ja ein abgefahrenes Bild. Diese ganzen Leichen erstarrt. Boah,
Hier auch. Waren das, also ist das eine Symbolik, Bildhauerkunst, oder sind die Menschen wirklich auf die Art und Weise hier gestorben? Welche Symbolik soll das sein? Das ist ja widerlich. Die armen Gestalten. Kein Wunder, dass die hier alle so schräg drauf sind. So gerne, wa? Ja. Vogelmann! Die sind aber auch immer aggro. Die nisten auch überall, die gefiederten Freunde. Da geht's tief hinab. Hilfe, Hilfe. Doch, ich komme da durch. Da oben ist ein Item. Das heißt, ich komme da auch rauf. Von da. Wupp. Hier. Schmiedestein. Ist der Schmiedestein auch noch so klein? Sag ich nicht nein. Das ist ein alter Reim, den meine Mutter mir mal zum Einschlafen vorgesungen hat. Jetzt können wir noch einmal aufwerten. Okay, der wird da oben vermutlich jetzt kehrt machen und wieder runterkommen. Wir können jetzt aber hinterher sprinten. In der Hoffnung, dass wir an ihm dran sind, bevor er sich umdreht. Oder wo will er jetzt hin? Ja, sobald ich da jetzt hochsprinte, kommt der 100 Pro. Ja, solange er nicht am Fuß, also solange ich nicht ganz unten bin. Hä? Okay. Die haben sich halt unterhalten. Das war die letzte Unterhaltung, die sie je geführt haben. Ich hoffe, sie haben sich voneinander verabschiedet, wie es sich gehört, unter zwei Priesterfreunden. So. Treppe hoch, Treppe hoch. Woher kommt denn dieser rieselnde Sand? Soll das das Ende der Welt symbolisieren, dass der Sand, der durch die Weltenuhr rinnt, oder was soll das heißen? Okay, der ist ja original runtergefallen, oder? Oh, geil. Wenn ich mich jetzt hier so hinstelle, meint ihr, der denkt, ich bin Dekoration, wenn ich jetzt hier so sitze? Ist er da runtergefallen, dieser Eisfreund? Ich glaube ja. Der ist doch so richtig engagiert. Hier irgendwo gewesen. Und dann nicht mehr. Ich glaube, der ist hier runtergefallen. Okay. Ist ja nicht mein Problem. Der hat die ganze Zeit auf diesen Moment gewartet und darauf hingefiebert, seinen Eiszauber trainiert. So, ja, mal. Ich schaffe es, bist du sicher? Fühlst du dich bereit? Ja, ja, Trainer, ich schaff's. Ich habe mein ganzes Leben auf diesen Moment. Oh, was ist das? Ein schöner Stein. Oh ja. Na gut, mein Sohn, dann. Ich höre den Eindringling schon. Er müsste jetzt da drin sein, bei dem Schattenbaumfragment. Alles klar, ich hole ihn mir. Da endete seine Geschichte.
War jetzt hier schon wieder so ein bisschen verwirrend. Da kann ich mich droppen lassen. Warte mal, aber den Weg kam ich ja nicht hoch. Oder war... Nee, da war ich doch noch nicht auf dieser Stelle. Das heißt, ich kann mich an der Reling da auf die Dächer droppen und dann auf diese Treppe rauf und dann in das Gebäude da, aus dem ich eigentlich ja mal kam, aber ich war ja nicht... Bin ich da doch? Bin ich diesen dunklen? Ah, okay. Dann bin ich da doch schon lang marschiert. Ich dachte, ich hätte auf dieser Ebene vielleicht noch... Ah, aber egal. Wenn das das war, dann war das das. Und da geht's rein. Und hier geht's noch weiter. Was haben wir hier noch? Ah, das Item. So, hier. Nö. Dann geht's einfach nur nach oben. Na, muss ich mal wieder außen rum. So, was ist jetzt hier? Ist das die andere Seite von dem... Nee. Oder? Doch, ne? Ist die andere Seite, oder? Da tappelt irgendwas. Ins Gesicht. Das ist ein Fahrstuhl hier. Könnte ein Shortcut sein. Ich lunse erstmal hier. Ich nehme erstmal den Fahrstuhl mit. Fahrstühle sind oftmals Abkürzungen. Wer weiß, vielleicht ist es ja hier auch der Fall. Warte. Sieht schon alles... scheiße. Auch mal besonders frech. Aber die haben auch so lange Hälse. Ich glaube, die gehören zu diesen ganzen Leichen auch. Die ganzen Leute mit den... Also die Leichen von den Leuten haben alle so lange Hälse. Und die haben auch so lange Hälse. Das sind nur die Langhalsen. Leute, die Langhalsen. Langhalsigen Leute. Wow, sehr gut. Ein uralter. Drachensteiniger. Aber war das alles? Ich meine, was heißt alles? War schon eine Menge. Aber kein Shortcut. Guck mal, diese kleinen Sitzgelegenheiten hier für Leute, die sich mal ausruhen müssen. Natürlich nicht so ungefährlich. Nichts für Leute mit Höhenangst. Oder vielleicht sind das auch so Fotospots. Keine Ahnung. Oder vielleicht haben hier auch mal Wachen drauf gestanden. Dass diese Treppe gesäumt war und auf jedem Sockel stand eine Wache. So. Sozusagen so. Und dann ist der Herrscher ist hier hochgegangen
Und auf jedem Trittstein war halt eine Palastwache sozusagen. Wer weiß, muss ja irgendeinen Zweck erfüllt haben. Oh, man kann auch zu Fuß wieder hochgehen oder was? Oder, nee, da ist dann Stopp, ne? Warte mal. Da unten ist das Bonfire. Und ist jetzt hier, es müsste dann eigentlich genau, warte, hier geht's noch weiter, aber da müsste eigentlich gleich Schluss sein. Genau, hier ist die Bruchkante. So. Die Frage ist, ob ich jetzt hier das, nee, das riskiere ich mal überhaupt nicht. Schon gar nicht für so ein kleines weißes Item. Oh, wer weiß schon, was das überhaupt ist. So, jetzt muss ich hier ein bisschen aufpassen. Nicht, dass ich da runter glitsche. Sehr gut. Okay. Sind wir wieder hier. Aber kein Shortcut. So wirklich. Ich meine, da unten war dann dieses Bonfire, aber... Wir gucken mal weiter. Da ist ja noch einiges los hier. Ein wilder... Schwertschwingender Halodri. Den können wir auch ein bisschen auflauern. Den können wir auch ein bisschen stealthen. Hat er uns schon entdeckt? Oh, mein Gefühl ist, er schreitet auf uns zu. Der hat uns doch gerochen. Oh. Ey! Nee, das ist aber kacke jetzt. Was? Was ist denn das für eine miese Nummer? Okay. Alter Schwede, ey. Okay, da bin ich zu früh. Was hat der denn da für ein... Oh, Großschwert des Hornkriegers. Kann ich damit auch so Luftwirbel machen? Tatsächlich, ruft verschlungene Hörner herbei, die die Klinge der Waffe bedecken. Diese Hörner beschwören einen Sturm, der sich dreht und durch Gegner durchmäht. Das klingt nice. Müsste man aber erstmal ein bisschen skalieren. Ja, aber der hat mich schon ein bisschen genervt halt. Der Typ. Den bin ich ein, zwei Mal so richtig in die Angriffe reingerollt. Aber ich wusste auch nicht, dass der so spektakuläre Specials hat. Der sah relativ normal aus. Oh, guck mal hier. Das habe ich doch gesucht. Hallo. Sehr, sehr schön. Oh, noch ein Schattenbaumfragment. Da bin ich mal gespannt. Oh ja. Oh, beide. Oh, das ist ja eine super Aktion hier gerade. Hat man das schon mal gesehen? So, weiter geht's.
immer den Turm. Oh, wer bist. Alter, okay. Das sieht ja mal mega geil aus. Da ist der ganze Sand. Das ist auf jeden Fall ein Bosskampf, oder? Alles andere würde mich jetzt sehr wundern. Okay. Das sieht so richtig, richtig geil aus. Dieser Sandteppich, so ein bisschen wie bei Dune, Muad'Dib. Immer noch eine der geilsten Szenen. Ja, exakt, das ist es. Guck mal. So be it. If you insist upon facing Nicola the Kind, then I will run you through whoever you might be. Don't tarry now. Was jetzt? Nadelritterin Leda mit Verbündeten herausfordern? Goldenes Rufzeichen berühren? Oh, geil. Ja, okay. Das habe ich jetzt nicht so hundertprozentig gecheckt gerade. Okay. Also, ich kann sozusagen jetzt die beiden hier beschwören, die beiden Leute hier. Er ist ja der Sensenmann. Und ist sie die Frau in diesem Feld, wo ich dieses Gift gesoffen habe und sie wollte das auch haben? Ja, ne? Sie ist das doch, oder? Oder Mann, ja. Okay, ich habe es jetzt nicht hundertprozentig gecheckt. Wenn ich jetzt diese goldenen Rufzeichen berühre, dann summon ich die oder was. Und dann mache ich mit denen den Kampf zusammen. Und wenn ich jetzt hier einfach nur das Rote mache. Dann mache ich das alleine oder was? Und sie ist aber offensichtlich auch nicht allein. Da steht ja Leda mit Verbündeten herausfordern. Und da ich da ja die Verbündeten ja gar nicht beschworen habe, gehe ich davon aus, dass sie Verbündete hat. Also wäre das ja vermutlich nur fair, wenn ich dann die anderen auch mitnehme. Dann ist es vermutlich so gedacht. Aber wenn ich jetzt sterben sollte, dann kann ich ja wahrscheinlich einfach nochmal zurückkommen. Das ist ja jetzt ja vermutlich nicht so ein Punkt. Also, ich glaube. Ich kann es ja mal allein probieren, oder? Oder wenn das nicht. Ist schon angedacht, mit Summons zu machen. Ach komm, wir machen was mit Summons. Ist egal. Das ist ja ein bisschen. Ist auch ein bisschen. Wisst ihr was? Ich kämpfe gegen jeden Boss alleine. Und wir haben nie irgendwas gesummoned. Und das ist jetzt, finde ich, ein bisschen so Lore-mäßig gerade. Also, das ist eher so Story, finde ich. Weil ich würde die eh platt machen. Früher oder später. Aber jetzt habe ich das Gefühl, das ist so gedacht. Das Spiel will das so. Und dann machen wir das auch. Das ist jetzt hier. Da muss ich nicht beweisen, dass ich der Geilste bin. Das ist jetzt hier mal Storytime. So, aber wen nehmen wir denn mit? Soll ich beide mitnehmen? Oder wie machen wir das? Ich will das jetzt mal sehen. Okay. Weil es mich einfach interessiert, was jetzt passiert. So, jetzt könnte ich. Also jetzt. Okay, aber ich könnte jetzt auch einfach weitergehen, oder was?
Ich mach das jetzt hier einfach so, zack. Let's see what's happening. So. Ist doch geil. Und schön. Don't you dare approach Mikula the Kind. Hä? Needle Knight's letter, Dryleaf Dane and our allies will never allow this. Du hast mir das doch gerade zugestanden, oder nicht? Du hast doch gerade gesagt, wie geil die sich vorstellt. I could not look for a worthier foe. This is our moment. Let's make it something to remember. Boah, die hat eine gute Reichweite. Warte. Okay. Okay. Schildstoß. Okay, warte. Oh, ey, da kommt noch ein Habel. Kommt auch noch. Ey, warte mal. Ey, das ist jetzt aber ein bisschen... Da wollen wir jetzt mal kurz nochmal drüber reden. Ist ja wie bei Royal Rumble, ey. Oh, jetzt beschmeißen die mich nicht. Ah, das ist ja geil. Das ist ja wirklich einfach Havel. Lol. Was? Wie jetzt? Von einmal? Oh, gemein. Was hat der denn eigentlich? I am here to serve Centrina evermore. Little of a kind will help us. Okay. Warte. Wo ist denn das mein Gegner? Das arme Gerät. Was? Wer bist du denn? Oh Gott, das ist ey. Die arme Leder. Das ist gemein, ey. Aber war doch nice. Tschüss, Freunde, ihr habt mir geholfen. Ihr wart gute Freunde von mir. Danke für die Hilfe, ihr wart cool. Oh, jetzt liegen ja noch so Items rum. Wir haben ein schönes Schwert bekommen. Leders Schwert. Heiligenschaden macht das auch. Einzige des Nadelstecher. Talent von Nadlerin Leda erzeugt 10 goldene Nadeln. Die durchbohrten werden von allen Leiden und Spezialeffekten geheilt. Ja, das ist natürlich ein Preis, den man dann dafür zahlt, ne? Achso, hier darf ich jetzt nicht wieder nicht kämpfen. Ich bin gerade gewundert, was hier los ist. Klangperle, Großschild. Oh, geil.
Das ist ja wirklich das Pendant zu Havel dann, ne? Und Freya. Die haben wir ja verraten, ne? Also wir haben uns ja storytechnisch, hätten wir ja uns auch für die anderen entscheiden können, ne? Ja, stimmt, das hatten wir dem angeraten. Sie hat mich verraten oder so. Aber, also, warte mal ganz kurz. Das ist ja ein richtig, richtig schönes Fest, was wir jetzt hier erhalten haben. Oh, Stärke 25. Wir haben Stärke 24. Das heißt, wir könnten das theoretisch auch gleich schon schwingen. Wirbelhieb. Ein Lieblingstalent geschickter Krieger wirbelt herum und schlitzt dabei Gegner auf. Durch weitere Eingabe könnt ihr mit einem Angriff nachsetzen. Und das ist das hier. Okay, da sind wir aber vermutlich dann relativ unbesiegbar. Das ist ja echt abgefahren. Okay, dann... Das war das von eben. Nadelstecher. Das war das, was wir gerade schon gelesen hatten. Freyas Baum, beim Beinschutz. Ja, aber keine weiteren Funktionen. Also das Ding ist ja schon, sieht ja schon sehr geil aus. Sollen wir mal gucken, ob wir das anziehen können? Was dafür nötig ist? Wie gut ist denn die neue Rüstung? Oh, die ist deutlich schlechter. Kann mir keiner erzählen, dass wir dann nicht eine unbesiegbare Maschine sind dann. So, jetzt sind wir große Last, logischerweise klar. Aber wenn wir jetzt das hier tauschen mit dem und weiß ich nicht, das tauschen mit dem, sind wir tatsächlich in der mittleren Last? Das haben natürlich noch. Ja, doch, wir haben sogar zwei Schwerter. Also, ich habe sogar eine Mid-Roll. Alter Schwede. Okay, was hat das denn so für einen. Im Vergleich, wie gut ist das Ding denn? Lass mal sortieren nach Schadenresistenz. Natürlich sauschwer, aber hat natürlich ganz gute Werte. Aber jetzt auch nicht überragend, finde ich. Und jetzt müssten wir eigentlich, um konsequent zu sein, natürlich auch noch das Schwert ausrüsten. Das Schild, meine ich. Dafür brauchen wir... Oh, okay, 49 Stärke. Ja, das haben wir natürlich nicht. Aber man könnte auch so spielen. Und dann... Das ist natürlich auch nochmal in Kombination ziemlich fett. Was passiert, wenn ich das rausnehme und gegen was anderes einsetze? Bleibe ich in der mittleren Last? Mal gucken, wenn ich jetzt... wo bist du? Da? Ich bleibe in der mittleren Last. Okay. Das ist ein interessanter Bild. Kann man sich doch mal angucken, oder? Ich trage deine Rüstung mit Würde weiter. Hier darf man immer noch keine Waffen schwingen. Oh, Leders Rüstung. Was kann die denn Feines? Das wäre schon eine Verhöhnung, wenn ich jetzt diesem Mikella mit Leders Rüstung gegenüber trete, oder? Das würde den schon wahrscheinlich eigentlich sauer machen müssen. Hab
habe natürlich jetzt meine Blutmaske nicht auf. Ein weiterer Fahrstuhl. Oh, warte mal. Nee, ich habe so viel Geld. Bevor ich jetzt irgendwo hinfahre, mache ich nochmal ein Level. Jetzt muss ich ein bisschen laufen. Echt? Da kommt sowieso eine Grace? Ah, okay. Na gut. Dann laufe ich mal nicht zurück, wenn ihr das sagt. Man weiß ja nicht, ne? So. Jetzt frage ich mich nur noch, ob ich den Helm aufsetzen möchte oder ob ich meine Blutangriff verstärkende Maske aufsetze. Ich finde das eigentlich eine ganz schöne Kombination. Oh, wer ist er? Ach, der ist das. Hallo. Wir sind aber Freunde, oder? Also. Righteous Tarnished. That was an astounding battle, to be absolut. Sure. Now I suppose this leaves only one. But in truth, I cannot calm my quivering. Challenging a god is no small matter. I'm afraid I underestimated the lad. Appearing frail in both body and mind, I presumed he'd be like to stumble upon the field of battle. What a fool I was. He serves another master, but Satiolier performed magnificently. Perhaps he too quivers with anticipation, as do we. Oh. Something you want to get off your chest? Well, you needn't worry. It was you, wasn't it? Who defeated Lord Moog? Yep. Fear not. I bear no grudge against you. His Eminence was felled in an honorable duel. And such are the risks of seeking lordship. Besides, what right have I to complain? I blame the enchantment more than anything. Righteous Tarnished, we will have our victory. I swear upon my blood. Früher oder später. Righteous Tarnished, I swear upon my... Okay. Muid und Holzhexe. Ah, ist ja auch schon 28 Minuten her. Ich hoffe, du bist noch da. Vielen Dank für den Support. Phoebe Raven hat vor einer Stunde gesagt, ich habe was liegen lassen, aber ich glaube, das ist schon okay. So, pass auf. Wir haben hier unsere fantastische Maske, die ja unseren Blutschaden verstärkt. Ich glaube schon, bei dem Bild, den wir haben, ist leicht. Leicht erhöht es die Angriffskraft. Aber in Kombination, das ist schon nicht so schlecht. So, ich will... Ah, da ist die Gnade. Genau, ich will nämlich noch ein Level. Und dann könnten wir theoretisch sogar dieses neue Schwert schwingen, was Stärke 25 brauchte. Und so. Das sind wir noch losgeworden. Und, ich glaube, das können wir mal rausnehmen. Ja, ich weiß jetzt ja nicht genau, was mich erwartet. Also ich werde da jetzt erstmal unbedarft reinmarschieren. Und dann gucken wir mal, was hier so geht, oder? My loyal blade. And champion of the festival. Both your deeds will ever be praised in song. Mm-hmm. Now, the vow will be honored. And my lord brother's soul will return. So that he may be my consort.
Oh, ich befürchte was. Ey, das ist Radan, oder? Ich wurde ein bisschen gespoilt. Ich habe das aber verdrängt. Und jetzt fällt es mir wieder ein. Das ist Radan, ne? Fuck. Alter, wie soll ich das denn jetzt überleben? Alter, was ist denn das für eine... Was ist denn das für eine Nummer? Mehr und mehr. Okay, dieses Heilen ist immer... Hat immer einen... Sehr heftigen Preis. Die Frage ist... Wie viele Phasen hat der eigentlich? Okay, jetzt haben wir ihn mal kennengelernt. Ich glaube, dass das schon okay ist. Was wir so haben. Ah, warte mal, mir fällt was ein. Die Flaschen müsste ich mal anders verteilen. Und jetzt machen wir mal zwei Sachen. Erstmal bei Flaschen. Ich weiß nicht, ob ich alles auf Heilen packe, jetzt mit der Blutklinge. Brauchen wir da zwangsläufig, nutze ich nicht so viel, dieses Ausweichen. Möglicherweise gibt es Momente, wo das mega geil ist, das Ausweichen, aber ich gehe erstmal komplett auf 14 Flaschen. Und dann gucken wir mal kurz bei der Arzneimischung, ob ich hier noch irgendwas habe. Das und Resistenz und Heileffekte. Was haben wir denn dann noch Neues? Geister. Blutfürst. Das hatten wir ja schon. Erzeugt Explosion. Überzieht in Arzneigewisch Gegner in der Nähe mit Öl. Ja, vielleicht ist es auch schon das Beste. Ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Resistenz und Alteffekte. Ausdauerregeneration ist nicht schlecht. Erhöht maximale LPs, ist natürlich auch nicht schlecht, aber ich glaube... Ja, Stamina. Ausdauerkosten. Weiß ich nicht, ob das so geil ist. So, die Frage ist, Alexanders Scherbe, ja, ihr sagt, das ist jetzt nicht mehr so geil, aber ist doch eigentlich perfekt, oder? Ist das nicht verstärkt? Die Angriffskraft von Talenten ist doch eigentlich super. Was wäre denn besser statt Alexanders Scherbe? Was wäre denn ein besserer Talisman? Gewicht brauchen wir nicht. Klar, wir haben natürlich Tier, das ist natürlich geil. Stimmt, ich nutze ja gar keine Talente. Du hast eigentlich recht mit dem, du hast eigentlich völlig recht mit dem Schwert.
Noch nicht. Talente wäre dann sowas wie Rivers of Blood, ne? Da sind keine Aschen drauf. Obwohl, warte mal, ist da nicht... Naja, okay, das ist dieses Ding, mit dem ich... Ja, das stimmt. In dem Fall ist das gar nicht so wichtig. Also wir können die Ausdauerregeneration erhöhen. Wir können die maximale Ausdauer erhöhen. Oder wir machen das hier. Das ist natürlich auch ganz geil. Der geht auch. Kriegen wir mehr Leben. Das finde ich auch nicht schlecht. Wir haben jetzt auch 14 Flaschen. Schon nicht so schlecht, das Ding. Machen wir das mal so. Ja, oder... Achso, warte mal. Was wir auch machen können, ist das hier. Nee, warte. Nee, also den habe ich ja schon. Körperlichen Schaden, das haben wir ja schon. Ja komm, wir gehen mal so rein. Das war jetzt der First Try, ne? Das schauen wir jetzt einfach mal. So, Radani. Schaden gemacht bislang. Oh, Alter, hat der eine Reichweite. Boah. Also Rivers of Blood sind natürlich immer ganz geil. Die Klingen gefallen mir auch gut. Aber die Frage ist, wenn ich den Special nicht so nutze. Die Klingen sind nicht schlecht. Die gefallen mir schon gut. Aber ich kriege eigentlich nur so einen Schlag unter. Wir probieren nochmal. Wir lassen uns jetzt nicht direkt. Wir gehen nochmal so ein bisschen rein. Wir müssen jetzt ja erstmal kennenlernen. Aber ich nutze halt dieses Talent halt auch gar nicht bislang. Massiv albern. Okay. Okay, alles klar. Warte. Da wollte ich auch mal ein. Weil es natürlich. Da war nicht interessiert an dem gerechten Austausch. Oh, okay.
Also. Okay. Probieren wir das mal. Ach. Noch mal eine für den Anfang. Und... die Scherbe wieder rein. Lalalala. Kack, ich hab ein Fatroll. Okay, fuck, das war's. Mit einem Fatroll. Ich hab aufgepasst. Ja, okay, ich kann mich direkt hinüber machen lassen. Das ist ja albern. Scheiße. Entschuldigen bitte, der Herr. Das war nicht meine Absicht, mit einer Fatroll anzutanzen. Dann mach mich mal tot jetzt. Was hab ich denn da jetzt gerade? Ich habe jetzt zwei Schwerter in der Hand. Das ist das mäßige Problem. Nicht drauf geachtet. Diese zwei kleinen Klingen sind natürlich nicht so schwer wie die Schwerter. Vielleicht reicht's ja. Ja, das reicht, wenn wir die nehmen stattdessen. Dann geht das. Okay. Das war natürlich jetzt Quatsch, ne? Langsam. Okay. Okay, dann wird lieber doch weg wahrscheinlich. Da muss ich mir noch was ausdenken, was da gegen die gut ist. Ja, die sind jetzt nicht so krass, ehrlich gesagt, finde ich. Jetzt sind die anderen Klingen doch nicht so schlecht. Ich finde nicht, dass die so überragend viel Damage machen. Hast du was? Natürlich nicht. Sterbe ich da irgendwas? Könnte, ja, was ist das, was er da macht? Das ist schon Magie, oder? Könnte ich diesen Perldrachen-Talisman nehmen?
Ja, ich will ja eigentlich echt sein. Ich muss ja auch ein bisschen was erledigen noch. Ich glaube, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Stattdessen. Wir schauen mal. Ach so, warte, dann kann ich dir diese eine Flasche wieder zurückgeben. 14. Okay, wir probieren es mal. Wir sind natürlich jetzt auch schon lange dabei, ne? Natürlich jetzt auch für die Konzentration nicht das Allerbeste. Besonders viel Schaden. Aber egal, wir bleiben dabei. Okay, das ist diese Combo. Oder da wechselt der massiv sein Timing. Jeder Schlag hat ein anderes Timing. Dann macht er manchmal macht er so zack, zack. Und man dann. Das ist nicht so leicht. Ich glaube, an dem werden wir mal ab und zu ein bisschen länger sitzen einfach. Haben. Das waren die zwei schnellen, ja. Ja, okay. Boah, okay, der ist krass. Ich finde nicht, dass ich besonders viel Damage mache. Also, man muss ihn natürlich erstmal lernen. Das ist ganz klar. Bei dem, man muss verdammt lang die Konzentration aufrechterhalten. Man kassiert halt super viel Schaden und macht selber sehr wenig. Kann ich hier eigentlich eine andere Asche drauf machen? Ich
glaube nicht, oder? Die ist... Ich weiß nicht, ob die mir so viel bringt, ehrlich gesagt. Ah doch, ich kann die sogar ändern. Aber da kann man nur so Bewegungssachen machen, ne? Blitz. Toter Winkel ist schon geil, ja, aber man muss sie auch dann nutzen, ne? Das ist das Ding. Nutzt die so gar nicht. Erhöht die Angriffskraft und hilft euch, die Haltung des Gegners zu brechen. Was bringt mir eine Asche, die ich nicht nutze? Die soll ja schon bei Blut bleiben. Giftig. Eisig. Kult. Felsklinge kannst du halt vor dem Kampf nutzen. Vielleicht eine ganz gute Idee, oder? Wenn sie nicht nutzt, was bringt mir das? Aber wie lange hält das? Können die ja mal ausprobieren. Was? Oh. Ja. Wir können es halt auch, die können wir auch mit blutig machen, ne? Blutig oder sowas, solide und wertig. Oh, guck mal, wir können die auf S bringen mit solide. Aber dann macht die keinen Blutverlust mehr, sehe ich das richtig? Dann skaliert die zwar, macht sehr viel, also macht mehr Schaden, aber das ist ja der Blutfluss aus. Macht du deine Klinge auf wertig und benutzt Blutflammenklinge. Aber wenn, ist doch solide besser, ne? Also warte mal, wenn ich jetzt das mache. Pass auf, wir machen jetzt mal so. Probier das jetzt mal aus. Und jetzt? Jetzt sind die gebufft oder was? We try. Okay, fuck, da muss ich weg. Dieser Move, der ist krass, das ist ein 5er Move.
am besten rauskommen aus der Nummer? Fuck you! Der Fünfer noch, genau, ja. Das ist dieser Fünfer. Da macht er, also er, der Erste, dann zack, zack. Dann wird der Vierte ist wieder verzögert. Und dann als Fünftes kommt dieser, den er so in die Erde rammt. Das ist schon nicht so schlecht. Der kann schon was, der Typ. Dabei, um mich zu versorgen. Okay, finde ich natürlich leider. Warum war es was immer? Das ist der, und jetzt kommt der in der, im Boden. Eigentlich kommt der jetzt. Der Boden Johnny. Genau, das war der. Ich krieg jetzt meine mein Buff nicht, weil er den immer unterbricht. Das ist nervig. Ja, da habe ich nur aufpassen, dass ich nicht zu früh mache und dann. Also und jetzt weiß ich nicht genau, wie ich das. Vielleicht nicht nach vorne renne. Wie schnell genug bin. Ja. So, der. Und der jetzt, okay. Nächste Phase. Boah. Das war ja klar, jetzt können wir ja was Krasses. Holt er sich jetzt sein Pony zurück oder was macht er jetzt? Tolle Wurst. Zwei gegen eins oder was? Das ist ja die mieseste Nummer, die ich hier erlebt habe. Sind auch zu zweit. Ah, genau. Und jetzt? Okay, also heilige Fürst. Ich bin schon einig, dass das einfach eine richtige Sauerei ist, oder? Okay, aber da sind wir uns ja schon einig, dass das an albern grenzt.
Ja gut, da kommt jetzt ja noch kommen ja noch diverse Elemente hinzu, sodass wir unsere Talisman-Wahl nochmal überdenken müssen. Was ist denn das? War das Holy Damage? Was da am Ende kam? Brrr. Vielleicht den hier. Neues Studienfach Radan. Ja, wir sind ja auch schon, ehrlich gesagt, das ist immer so schwierig, so einen Boss nach am Ende eines sehr langen Streams. Ich weiß gar nicht, wie lange streamen wir jetzt schon wieder? 5 Stunden? 6 Stunden? Ist vielleicht auch so für die Gehirnkraft immer so ein bisschen schwierig. Jetzt haben wir die zweite Phase mal gesehen, aber jetzt habe ich vergessen. Im Original, okay, jetzt, das wollte ich machen, das habe ich verpeilt. Hier machen soll. Hast du irgendeine Chance, dem zu entkommen in dem albernen Sturm? Ich weiß nicht, ob das über das ganze Gebiet herrscht. Ich weiß nicht, wie weit dieser Area of Effect Spell ist. Vielleicht tatsächlich einfach ein bisschen weiter weglaufen. Ans Ende der Arena. Oder? Das ist ein ungeheuerliches Unterfangen. Ich fange mal jetzt hier an, bevor ich da reinlaufe. Timing kommt. Ja, okay. Nee, das habe ich falsch gemacht. Das war auch klar. So. Wir nehmen. Das nehmen wir nochmal mit. Und dann müssen wir realistisch sein. Das wird heute vermutlich eher nichts mehr werden. Da scheint er mir ein bisschen zu krass zu sein, als dass ich den jetzt einfach mal so um Vorbeigehen mache. Und wieder ein bisschen zu spät, schade. Ja, okay, das war auch wieder dumm. Naja, okay, vergiss es. Warte. Einen vernünftigen Versuch wollen wir noch machen. Die beiden waren jetzt zum Vergessen. Die Art und Weise wollen wir uns jetzt nicht verabschieden, oder? Ja.
Ah, okay, da kann ich nicht. Oh, Fatsch. Jetzt kommen die blauen Bälle, ja. Ja, da habe ich mich zu früh geheilt. Den letzten Schlag nicht abgewartet. Zu ungeduldig. Komm, einmal gehen wir noch rein. Dann haben wir fast die 2 Stunden mal. Ah, jetzt habe ich wieder original vergessen, das zu machen. Und das bezahle ich komplett, das war so dumm. Okay, warte. So. Ein letztes Mal Ruhe und Geschick. Ich habe in allen 3 Kämpfen jetzt gerade dumme Sachen gemacht. Oh, guck mal, ey, dafür liegen die da jetzt rum. Das ist doch nett. So. Ich würde jetzt gern einmal vernünftig anfangen und nicht dumm sein. Ja, das ist so krass bei so Bossen, wenn man einen gewissen Rhythmus hat. Dip, 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 dip. Also so völlig random. Und man hat den einmal so verinnerlicht. Und dann liegt man neben der Spur. Also es geht mir so. Dann komme ich nicht mehr in diesen Rhythmus rein, weil ich einen Ton daneben liege und das dann so nicht mehr harmonisch ist. Wisst ihr, was ich meine? Das heißt, im Prinzip ist die erste Rolle ist entscheidend. Ob es was wird oder nicht. Das war ja gemein. Okay, das war richtig scheiße direkt nach dem. Ja, falsches Timing. Na, auch wieder falsches Timing. Das Timing, das war jetzt wieder der 5er. Ja, der ist ansatzlos. Ah, Mann, das Timing ist off. Einfach nur Konzentrationsfrage. Okay, das Timing ist gerade. Ich komme nicht mehr so richtig ins Timing rein. Aber das liegt auch einfach daran, dass mein Kopf gerade durch ist, weil wir jetzt schon zu lange zocken. Aber zumindest Phase 1 finde ich absolut machbar. Da muss man einfach nur das Gelernte auch richtig umsetzen. Und die Abläufe sind ja nun völlig human. Also die Angriffe, die er macht. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wie ich diese lila Bälle da am besten kontere. Ob ich da auf ihn zulaufe vielleicht. Weil das sind so viele, ich glaube auch, kann man da nicht mit einer Rolle, vermutlich kann man da nicht allen ausweichen, aber da muss ich nochmal lernen. Und ansonsten, die restlichen Bewegungen in Phase 1 sind, finde ich, jetzt im Vergleich mit anderen Bossen völlig in Ordnung. Das ist dann jetzt in dem Fall mein Fehler gewesen, weil ich einfach nicht mehr die Gehirnkraft habe, um das Timing richtig umzusetzen. Aber das, finde ich, kann man gut machen. Und Phase 2 ist dann natürlich dann was komplett anderes.
da müssen wir dann erstmal Phase 1 so sicher haben, dass wir auch, also dass wir einfach immer in Phase 2 kommen, damit uns nicht ständig dann noch diesen Block aus Phase 1, dass man dann jedes zehnte Mal in Phase 2 kommt, das ist natürlich Quatsch. Also das muss sitzen. Für den Moment mache ich Feierabend. Vielen Dank fürs Zusehen. Wilbald ruht jetzt und kommt dann das nächste Mal frisch mit neuer Gehirnkraft an diesen Ort zurück und dann Stück für Stück schneiden wir Scheiben aus Radan, bis nichts mehr von ihm übrig ist. Außer Parmesan. Tschüss und auf Wiedersehen.